Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu American Truck Simulator Folge 3. Und wir melden uns einfach mal an. Kurzer Zwischenstand, was ist so passiert? Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fahrten gemacht. Was ich allerdings gemacht habe, und das ist ziemlich cool, ich habe die entsprechenden Updates heruntergeladen und wir gucken mal. Wir haben hier einen Kenworth Dealer, den wir uns mal anschauen werden. Achso, ich muss mindestens 3 haben. Ja, wir können gerne mal den Kenworth Dealer uns angucken. Wir haben sowieso noch kein eigenes Fahrzeug. Und hier ist er. Ist das nicht genial? Wir haben einen neuen Truck, den Kenworth V900. Das ist eigentlich ein Truck, so wie ich ihn mir immer eigentlich gewünscht habe. Das ist super cool. Das ist das ist eine Ikone im Grunde genommen des amerikanischen Trucking-Geschäfts. Und deswegen bin ich sehr froh, dass der sogar noch rechtzeitig gekommen ist. Denn die erste Variante dieser Kiste, wie ihr sehen könnt, ist mit 118.000 billiger als der T680. So, das ist natürlich eine hübsche Sache und auf den habe ich es abgesehen. Also, super cool, super genial. Richtig klasse Nummer. So, aber wir werden heute eine weitere Schnellfracht machen. Ich überlege gerade, wir waren in Fresno, glaube ich, als letztes. So, und schauen wir mal, was haben wir denn da? Nach Carson City, Nevada, aha, oder nach Santa Cruz. Hey, komm, fahren wir nach Nevada, warum denn nicht? Dann nehmen wir den Auftrag einmal an. Und es ist Mittwoch, 8.30 Uhr, das ist also ein absolut guter Zeitpunkt, um dann loszufahren. Dann auch gar nicht lange gequatscht. Verlassen wir hier gleich mal das Gelände und dann geht's entsprechend dann auch schon wieder auf die Reise. Es hat etliche Patches gegeben in der Zwischenzeit. Das waren so 4 oder 5 tatsächlich an der Zahl. Also da hat man wirklich nochmal eine ganze Menge Arbeit jetzt in die Nummer gesteckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr begeistert. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass was war das? Keine Ahnung. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass es keinen Nachteil für die Entwicklung von Eurotruck Simulator hatte, denn gerade gestern haben sie ein neues Add-on angekündigt für den Eurotruck Simulator, nämlich Frankreich wird jetzt auch das, was da ist, nochmal überarbeitet, beziehungsweise halt eben der Rest von Frankreich dazu geschmissen. Und das ist, wie ich finde, eine absolut geniale Sache. Kann man nicht anders sagen. Sehr schön. So, aber kommen wir zum Thema der heutigen Fahrt. Das lautet Casala. Genau. Einige mögen jetzt vielleicht mit den Augen rollen, aber ich gebe es hier ganz offen und ehrlich zu. Auch ich brauche hin und wieder mal ein bisschen Trash-TV. Und das ist einmal im Jahr das Dschungelcamp. Und ja, was soll ich sagen? Ich war ja letztes Jahr so ein bisschen sehr herb enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Für diejenigen, die das in meinem Fahrtenbuch seinerzeit gesehen haben, werden sich daran erinnern, ich habe kaum 30 Sekunden gebraucht, um die Folge des Jahres 2015 zu besprechen. Die war einfach nur super langweilig, da passierte gar nichts. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Respekt RTL, da habt ihr aus euren Fehlern gelernt und habt für die Jubiläumsstaffel eine Truppe zusammengestellt. Heidi Witzker, Kapitän, Daumen hoch.
Wir hatten natürlich auch wieder den sozialen Selbstmörder mit im Programm, der diesen Part hat. Diesmal Helena Fürst übernommen. Meine Herren, was war mit dieser Frau eigentlich los? Jetzt mal ganz im Ernst. Hat die das wirklich gespielt? War das wirklich alles ernst gemeint, was die da abgeliefert hat? Weil wenn dem wirklich so ist, dann möchte ich ehrlich gesagt nicht mit dieser Frau verheiratet sein. Ganz im Ernst. Also das war ja echt unglaublich, was die da halt eben abgeliefert hat. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Cornrow-Frisur schon mal gar nicht ging. Und sie scheint ja dann durchaus auch einen absoluten Hang zu furchtbaren Frisuren gehabt zu haben, weil sie tauchte dann kurze Zeit später beim Wiener Opernball auf mit einer Frisur. Da sah Falco im Rock Me Amadeus Video noch wirklich gut dagegen aus. Also meine Herren. Weiß ich auch nicht, was die Frau wirklich echt erwartet, was sie da mit erreichen würde. Aber eins steht fest, gute Show geht anders. Auch Thorsten Legert hat mir sehr gut gefallen. Ich habe wirklich richtig, richtig gut gelacht. Zum Schluss ein bisschen sehr aufgesetzt. Ich meine, diese Casala-Nummer war ja nun wirklich echt lustig, die meiste Zeit. Aber zum Schluss hatte er gemerkt, das war wohl irgendwie das, was die Leute sehen wollten. Und dann hat er nur noch darauf rumgeritten. Und dann wurde es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel. Und ja, muss nicht sein, ganz im Ernst. So, jetzt sind wir hier auch schon echt mitten in der Wüste, ne? Das ist ja voll geil. Guck dir das an, ne? Hier ein Flugplatz. Richtig, richtig cool. Super schön. Okay, dann eiern wir hier jetzt mal ein bisschen über den Highway Richtung Carson City. Super cool. ja, wo ich gerade den Polizisten gesehen habe, die Strafgebühren im Übrigen für Unfälle, Rotlichtüberfahren und so weiter sind gesenkt worden und erhöhen sich jetzt mit dem Spielerlevel. Da gab es wohl einige Beschwerden darüber. Gut, ich sag's mal so, mich hat's auch ein paar Mal erwischt, das habt ihr ja gesehen. Aber da muss man dann halt eben aufpassen. Aber gut, jetzt muss man ein bisschen weniger aufpassen. Jetzt darf man halt eben gerne mal jemanden übernaschen. Das tut nicht mehr so weh im Geldbeutel. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, so viel erstmal dazu. boah. Ja, nicht viel zu sehen eigentlich, aber trotz alledem. Das ist schön gemacht, das kann man nicht anders sagen. Das sieht ja glatt so aus, als hätte Bob Ross das gemalt. ja, was mich an der Staffel eigentlich am meisten überrascht hat und ich meine auch gar nicht mal so unverdient ist, dass Menderes da tatsächlich der Dschungelkönig geworden ist, weil der hat die Nummer ja wirklich echt cool abgezogen. Der hat ja wirklich Prüfung um Prüfung gemacht und hat auch alles getan, was man an ihn herangetragen hat. Gut, ich sag's mal so, wer sich jedes Jahr immer wieder aufs Neue den Verhöhnungen eines Dieter Bohlen stellen kann, der hat es dann, glaube ich, auch irgendwo so weit in der Abhärtung gebracht, dass ihn alles andere dann überhaupt nicht mehr interessiert. Aber ach, naja, komm. Der Bengel hat's echt verdient. Was halt eben ganz witzig ist, man konnte danach ja dann auch wieder lesen, dass er an so einer Art Post-Dschungel-Depression litt. Weil im normalen Leben scheint er ja wohl nicht irgendwie so sehr der mit Freunden und wirklich guter Verwandtschaft gesegnete Mensch zu sein, was mir für ihn auch wirklich echt ganz ehrlich leid tut. Wobei ich allerdings auch fürchte, dass, was er sich damit eigentlich erhofft hat, nämlich, dass er durch den Dschungel dann dort ernster genommen wird, das wird wohl bei der Mehrheit der Leute, glaube ich, nicht unbedingt so der Fall sein. Ich mag mich natürlich irren, aber das wird man dann sehen. Ob man da jetzt von ihm ein bisschen was mehr sieht oder nicht, aber seien wir mal ganz im Ernst, von all den Dschungelgewinnern bisher konnte doch keiner das in wirklich dauerhafte Medienpräsenz, zumindest würde ich jetzt mal das so nennen, ummünzen. So, die sind alle wieder in ihrer Versenkung verschwunden, wurden dann vielleicht nochmal irgendwie rausgeholt für irgendwelche anderen Dschungelgeschichten dann, und das war's dann aber auch. Also von daher, glaube ich, braucht man da nicht zu erwarten, dass ihm das in der Beziehung anders geht.
Aber es wäre ihm zu wünschen auf jeden Fall. Ich meine, meine Güte, der hat nun echt keiner Fliege was getan und sieht nun auch nicht so unbedingt so aus, als könnte er irgendeiner Fliege was zuleide tun. Und da wäre es meiner Meinung nach durchaus angebracht, dass er dort dann doch sein Glück macht. Es wäre ihm zumindest zu gönnen. Hoppala. Ach. So, immer noch Frosch im Hals, aber die Show muss weitergehen. Ja, eine Sache, die ich dann da auch noch in diesem Zusammenhang gelesen habe, die mich auch so ein bisschen gewundert habe, ist, dass Dr. Bob aufhören möchte. Gut, er ist sicherlich auch nicht mehr der Jüngste, aber ist er nicht eigentlich der Erfinder dieser ganzen Nummer? Also das war doch irgendwie eigentlich im Grunde genommen, dass er das Originalformat entwickelt hat, oder? Wir sind im Nevada, übrigens habt ihr das Schild gesehen. Und deswegen fände ich es jetzt ein bisschen sehr seltsam, dass er da auf einmal sagt, okay, nun ist Feierabend. Gut, da müsste man dann halt eben mal schauen, wo man da denn einen Nachfolger herbekommt. Vielleicht könnte Menderes ja dann ab sofort den Nachfolger von Dr. Bob spielen. Na, ich weiß nicht so wirklich. Dürfte das ja nichts werden. Wen ich auch ganz, ganz super fand, war natürlich Daniel Ortega. Da muss man einfach nur mal echt den Hut davor ziehen, wie es dieser Mann schafft, in wirklich so kurzer Zeit so viel Dünnpfiff zu quatschen. Ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Aber, ja, auch nicht viel dahinter, dass der ganz schnell rausgeflogen ist, war aber auch irgendwo verdient. Ricky tat mir ehrlich gesagt leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Nummer, wie sie dann danach hier umgeschwungen ist, das war schon echt übel, muss man ganz ehrlich sagen. Sicherlich hätte man darüber diskutieren können, ob es richtig war zu sagen, dass die Leute für Helena anrufen sollen, damit die weiterhin jede Prüfung gewählt wird, was an dem Tag sowieso Quatsch wird, weil Quatsch war, weil es die letzte Zuschauerprüfung sowieso gewesen ist. Also von daher hat er ihr ja eigentlich sogar noch Schützenhilfe geleistet, aber meine Güte. Da sage ich jetzt besser nichts zu. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass ich schon der Meinung war, dass die Behandlung, die Ricky denn dort zuteil wurde, absolut nicht gerechtfertigt war. Es bleibt natürlich immer auch irgendwo die Frage, weil das hat man ja auch in der einen oder anderen Staffel gesehen, das extreme Verhalten einiger Leute, das dort an den Tag gelegt wurde, das dann danach irgendwie aber auf einmal wieder komplett verschwand. Wie viel ist davon jetzt wirklich echt? Ich meine das im Sinne von echt mit nicht jetzt, sitzen die da jetzt wirklich im Dschungel oder nicht? Also das werden die schon tun, davon gehe ich mal aus. Nein, ist es so, dass wir hier nicht irgendwo ein Skript sehen, das dort abläuft, dass den Leuten Rollen zugewiesen sind, nach denen sie sich verhalten? Ich sag mal, bei einigen Leuten dürfte das sicherlich ziemlich schwierig sein zu spielen. Ich meine, der Daniel Ortega, der muss wohl schon so sein. Aber dieses doch sehr extreme Verhalten einer Helena Fürst, weiß ich nicht. Das kann ich mir so, ehrlich gesagt, nicht unbedingt vorstellen, dass das wirklich so ist. Also, wenn dem so wäre, dann würde ich ganz ehrlich sagen, oh mein Gott. Aber das wird RTL wohl mit ins in die Versenkung nehmen, beziehungsweise die entsprechenden Schauspieler dann werden da sicherlich NDAs haben, die es ihnen untersagen, dann so ein eine Aussage zu treffen. Ah, guck mal, da ist Carson City schon entsprechend angekündigt. Sehr gut. Na komm schon. Nu fahr. Da kommen wir hier, LKW-Parade. Hammer. Soll ich jetzt hier stundenlang stehen? Pass auf, jetzt fährst du. Fahr. Ja, los.
Na, geht doch. Sehr schön. Haha. Haben wir es ja geschafft. Ja, wen haben wir noch so in der Kandidatenriege, über den es was zu sagen gibt? Also die Wollersheim, die ging mir ja wohl wirklich auf den Sack. Die konnte ja nur lästern. Die hat ja nichts anderes wirklich groß gezeigt. Dass die es überhaupt ins Finale geschafft hat, meine Güte, hätte ich so nicht gesehen. Aber, naja, gut. Ich sag's mal so, die Möpse haben da wohl vom Gewicht her sicherlich dann diese Zickerei dann auch wieder aufgewogen. Aber mit was für einer Person man es da in dem Moment denn zu tun hatte, hat man dann ja spätestens in dieser letzten Abstimmung gesehen, so nach dem Motto, naja, mal gucken, wollte ich jemanden, der immer ehrlich ist oder halt eben immer jemand, der lieb und still ist. Also, aber man sollte eine Sache sicherlich nicht tun, sie unterschätzen, da hinter dem Silikon verbirgt sich schon so eine, ich nenne es jetzt mal eigene Form der Intelligenz, und ich möchte mal behaupten, dass die im Zweifelsfall auch recht geschäftstüchtig ist, im Zweifelsfall. Aber von der Persönlichkeit her, sorry, nicht wirklich ehrlich und für mich angenehm. Also, weiß ich nicht. Also bei so einem Gehabe würde ich teilweise wirklich echt ein zu viel bekommen. Kann so nicht sein. Aber naja, meine Güte, ich muss mit der hier nicht zusammen sein. Das ist ja das Schicksal des Bad Wallers sein. So. Ich meine, man muss ja auch mal ein paar Worte dazu verlieren. Ne? Ich meine, das sieht ja wirklich echt schön aus, die Gegend, durch die wir hier fahren. Ich mag ja Wüstengegenden sowieso wahnsinnig gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Arbeitskollege von mir, der fährt jetzt demnächst in den Oman. Und okay. Wie weit sind wir denn noch? 28 Meilen, das werden wir schon hinkriegen, glaube ich. Noch 30 Gallonen. Ja, das reicht. Schön in Tempomaten rein, und das ist auch gut. Wir müssen gleich sowieso abbiegen. Und dann sind wir auch gleich da, das ist ja wunderbar. Ja, die Moderation war wie gewohnt, ne? Also Sonja Zietlow auf Höchstform, Daniel Hartwig hatte seine Moderationskarten. Aber gut, was soll ich dazu sagen? Ein Dirk Bach wird der nie ersetzen können. Das Problem ist, dass sich bisher auch niemand anders wirklich empfohlen hat, um diese Stelle da mal einzunehmen. Aber gut, was soll ich dazu sagen? Das ist ja nur mal... Jesus! Eieieiei. Oh, der Hänger hat auch Schaden abgekriegt. Ja, das gefällt mir nun gar nicht. Was ist das denn hier? Damit hätte ich ja nun gar nicht gerechnet. So, haben wir es doch. Zufriedenstellend. Meine Herren. Unschön. Gibt's ja nicht. So, gucken wir mal zur Bank. Kriegen wir da mittlerweile den 400.000 Kredit? Nein, kriegen wir nicht. Was soll denn das? Schade. Okay. Gut, gibt's eigentlich noch was zum Dschungelcamp zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Das ist so wirklich so ein bisschen die Nachlese gewesen. War eine schöne Staffel, hat sehr viel Spaß gemacht. Brigitte Niesen war quasi nicht existent, was aber auch ganz gut war, weil ich dort ganz ehrlich befürchtet hatte, da sehen wir eher halt eben ein, eine Wiederholung der Was-geht-los-da-rein-Geschichten. Aber das blieb ja Gott sei Dank aus. Und, Tja,
Und wir haben einen verdienten Sieger, wie ich finde. Wir sollten aber mal eine Sache noch machen. Wir gucken mal in den schnellen Aufträgen. Wir sind in Carson City. Nach Stockton. Da waren wir auch noch nicht. Das ist ziemlich cool. Oder nach Elko. Da könnten wir den neuen Truck fahren. Gut, den haben wir hier aber auch, ne? Genau. Dann würde ich sagen, wird das unser neuer Auftrag. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir jetzt sowieso die Kiste da aus demselben Loch wieder rausziehen. Habe ich recht? Oh, ja. Ja. Sehr geil. Oh ja. Muss ich mich aber erstmal wirklich dran gewöhnen, dass jetzt die... Okay. Oh mein Gott. Na, das wird noch ein Spaß. Da muss ich ein bisschen mehr nach Rückspiegeln verfahren. Aber das ist schon in Ordnung. So, wir sind hier in Carson City immer noch. Und ich würde mal sagen, ich suche uns erstmal noch schnell einen Parkplatz. Und dann verabschiede ich mich mal gebührend von euch. Richtig genial. So, die... wie ich sie mir vorstelle, Wüstenstadt im Westen der USA. Ich bin ja sonst kein wirklich großer USA-Freund, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber sowas würde ich mir dann auch tatsächlich nochmal gefallen lassen. Ah ja, siehst du, hier ist ein Parkstreifen, der ist doch super. So. Ein geniales Bild. Und in diesem Sinne würde ich dann mal sagen, Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.